Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer, ja, Teaser-Analyse. Star Stable hat einen neuen Trailer gepostet. A New Series for Horse Lovers. Das heißt quasi eine neue Videoserie für alle Pferdeliebhaber. Um was es geht, das gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Und dann werde ich mal meine 5 Pfennig dazu abgeben. In einem, während ich so ein bisschen noch in SSO leveln werde. That's Matilda. And that's Corin. We are traveling the world investigating the magical and mysterious relationships between humans and horses. Why do people have such special bonds to these animals? That's what we are trying to figure out together. So, ja, was halte ich jetzt von der ganzen Sache? Ich muss ehrlich so ein bisschen sagen, hupsala, dass mich das leicht verwundert hat, das Video. Denn eigentlich, finde ich, passt das gar nicht zu Star Stable. Denn es ist ja kein Kanal, der sich generell mit Wissen rund um Pferde beschäftigt oder generell viele Videos aus dem Real Life macht von Pferden. Bislang wurden neue Rassen oder wurden Rassen immer nur dann gezeigt, im echten Leben auch, wenn sie später als Rassen reingekommen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass das beim Isländer damals auch so war. Nun sind aber einige der Pferde, die wir gesehen haben, sind ja so schon im Spiel drin. Unter anderem der Friese, den ich ja hier nun auch gerade reite. Ansonsten hätte ich gesagt, okay, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie diese Pferde, die sie da dann zeigen, als neue Rassen reinbringen. Es ist natürlich generell eine Überlegung wert. Ich glaube nicht, dass das generell alles Rassen sind, die sie überarbeiten oder sowas. Ich meine, warum sollten sie den Friesen überarbeiten? Zum Beispiel. Aber es ist natürlich die Frage, macht Star Stable das einfach, um den Zuschauern generell Wissen über Pferde zu vermitteln? Oder machen sie das vielleicht selber auch, um selber sich Wissen anzueignen? Um eben für kommende Rassen besser gerüstet zu sein, was das Aussehen angeht, was die Farben angeht, was die Fähigkeiten angeht, was die Bewegungsabläufe abgeht, die ja nun doch auch von Rasse zu Rasse ziemlich unterschiedlich und teilweise ziemlich speziell sein können. Das ist natürlich die Frage. Wir haben gesehen, dass die beiden quasi rund um die Welt unterwegs sind. Und aus allen Herren Länder sich Rassen anschauen. Und von daher bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das noch mehr für uns bereithält. Ob das jetzt einfach nur, wie gesagt, eine Serie ist, wo sie Rasseporträts machen wollen, wo sie einfach die Pferde mal zeigen wollen, wie sie im echten Leben aussehen, die man hier auf Jorvik reiten kann. Oder hat das vielleicht auch noch eine tiefere Bedeutung für das Spiel im Endeffekt? Und wir dürfen uns vielleicht demnächst auf noch realistischere Rasseumsetzungen freuen. Wäre ja auch eine Idee wert, ne? Es ist ja noch einiges, was an Rassen im Spiel fehlt, beziehungsweise was überarbeitet werden müsste. Teilweise dringend, teilweise weniger dringend. Zum Beispiel ganz, ganz extrem dringend überarbeitet werden müsste der Achaltikiner. Viele wünschen sich die Überarbeitung des Andalusiers, wo ich mir persönlich tatsächlich sogar eine ähnliche Umsetzung wie beim Friesen wünschen würde. Nur könnte der durchaus ein bisschen kleiner sein und ein bisschen kräftiger noch. Die Spanier sind ja in aller Regel nicht ganz so groß und sehr muskulös. Wir haben aber auch andere Pferde, die teilweise sehr speziell sind, die sich viele wünschen in Star Stable. Wir haben unter anderem, ich nenne jetzt mal bewusst nicht den Trakehner, den ich ja immer nenne, aber er ist halt ja vom Körperbau her ähnlich wie andere Warmblüter. Jedes Pferd hat seine Eigenheiten und seine Spezialitäten, seine speziellen Charakteristik im Körperbau. Aber der ist natürlich recht ähnlich wie jetzt hier, zum Beispiel schon der Hannoveraner, der drin ist. Was aber mal was anderes wäre, was sich auch viele wünschen,
ist zum Beispiel das Curly Horse, das Pferd mit dem lockigen Fell, was speziell für Allergiker gezüchtet wurde. Was sich auch einige inklusive mir wünschen, wäre der Mavari, der einfach diese sichelförmig gebogenen Öhrchen hat. Das sind natürlich auch Sachen, die ebenfalls durchaus ihren Weg noch ins Spiel finden könnten. Drum bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr, sehr gespannt, ob Star Stable das vielleicht so ein bisschen zum Anlass nimmt, über solche Rassen mal nachzudenken bzw. sich zu informieren, um sie vielleicht besser umzusetzen. Dagegen spricht, wie gesagt, dass eben schon Rassen auch in den Videos drin sind, die wir im Spiel schon kennen und die eben schon überarbeitet wurden oder ganz neu drin sind und so weiter und so fort. Mich würde jetzt mal interessieren, was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, es wird einfach nur eine Inforeihe seitens Star Stable, wo sie die Rassen mal ein bisschen betrachten und gucken, wofür sie eingesetzt werden? Beziehungsweise das Leben und das Miteinander von Pferd und Mensch einfach beleuchten, wie sie es ja auch gesagt haben in diesem Trailer. Das kann natürlich auch sein, dass es ihnen eher darum geht, denn wir Reiter sind ja schon ein etwas spezielles Völkchen. schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr hinter diesem Trailer vermutet. Und ich bin gespannt, wo Star Stable hin möchte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch wirklich Auswirkungen aufs Spiel hätte. Ansonsten würden sie damit ja im Endeffekt wieder Geld ausgeben, was wir auch im Spiel für neue Quests gebrauchen könnten. Das ist der nächste Aspekt. Ne? Vielleicht finanzieren wir denen ja auch mit unseren Starcoins-Käufen tolle Videoreisen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und haut einfach mal in die Tasten. Ich dachte mir, das schiebe ich heute mal noch kurz rein, weil eben das Video gekommen ist und ich mich darüber ein bisschen gewundert habe. Lassen wir uns überraschen, was es im Endeffekt für uns bedeutet. Und ja, damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.